Und damit willkommen zurück bei Black Mirror. Das letzte Mal sind wir im Sanatorium angekommen, haben uns etwas umgesehen, die Schwester mal mehr geschickt, damit wir einen Schrank knacken können, endlich mal mit einer Münze. Draußen im Garten haben wir den wahrscheinlich Hausmeister von dieser Einrichtung gefunden und waren auf dem Friedhof gewesen. Wir haben es geschafft, das Fenster irgendwie zu lockern, da eine von den Stützstreben und können auf das Thermostat so ein bisschen zugreifen. Letztes Mal hat er gemeint, er kommt mit der Hand nicht dorthin. Das heißt also, irgendwas muss er dort mit Hilfe eines Gegenstands oder per Gegenstand dort halt hinbewegen. Und es ergibt auch durchaus Sinn. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert hier. Das natürlich, was wollen wir? Wir wollen am Ende, dass er das Starkbier trinkt. Warum auch immer, der Hintergrund ist wahrscheinlich einfach nur reinzukommen. Das haben wir ja schon mit diesem Beruhigungsmittel bzw. Betäubungsmittel versehen. Und das trinkt er, das Kalte, nur wenn ihm sehr warm ist. Wir haben ja schon ihm angeboten, dass er die Tür offen lässt, hat er nicht machen wollen. Das wird mit Thermostat geregelt. Das heißt also, wenn das Thermostat sagt, bitte mach's heißer, wird's heißer und er muss rausgehen. Wann wird's heißer? Na dann, wenn das Thermostat was Kaltes spürt. Was haben wir hier? Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Genau, das hat man ja vor uns mitgekriegt. Jetzt müssen wir noch rauskriegen, welchen Gegenstand wir damit tränken müssen. Aber okay, das wird höchstwahrscheinlich eher. Oh, der Lappen kann es ja eigentlich nicht sein, weil das Gurten-Symbol wird ja irgendwie für was noch genutzt, denke ich mal. Wir können nicht einfach so ein wichtiges. Wir können so wegwerfen. Also, wenn das so egal ist, na gut. Dann nutzen wir halt unser schön besticktes, also nicht unseres, aber unserer Familie zugehöriges besticktes Taschentuch. Und haben ein ordentlich kaltes. Haben wir jetzt einen Counter? Nee, schade. Als ich in einer Monkey Island, da gab es doch in, oh Gott, eins oder zwei, musste man ein Glas, ne, einen Krug voller Säure von A nach B bringen. Und der Trick war, man konnte zwar schnell laufen, wie man wollte, irgendwann war das Glas durch. Oder der Krug. Der Trick war, man hat sich mehrere mitgenommen und hat es umgeschüttet. Ich wollte nicht wissen, wie oft ich das ausprobiert habe. Ich bin schneller gegangen. Ich habe versucht, schnell reise. Ich habe versucht, meine Klicks zu optimieren. Bis ich mir kriegte, einfach einen Es Wechsel. müsste möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu bringen. Dann würde die Temperatur im Gebäude spürbar angehoben werden. Ja, schauen wir mal, was dann passiert. Klappt unser Plan? Wir gehen mal über zur Seite vielleicht ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das ihm so auffällt. Sag mal, sind hier nicht aus der Nähe, sind hier nicht drei, vier Stäbe? Aus der Entfernung und aus der Nähe so nur eine? Nimm dein Bierchen. Dann will ich jetzt, gucken wir durchs Fenster. Hören wir was? Nö. Dann würde ich sagen, wir speichern mal, weil ich nicht weiß, ob der Typ vielleicht wach wird und dann seine starken Arme um unseren kleinen, zierlichen, adlichen Hals legt. Ich muss eine Weile warten, bis. Weile warten heißt Screen. Screen Jump. Nicht zu verwechseln mit dem Scream Jump. Ich muss eine Weile. Was ist eine Weile bei ihm? Können wir vielleicht mit Rechtsklick hören an der Tür? Ach, das war jetzt eine Weile warten. Ja, okay. Was auch immer der Trigger jetzt war. Horizont. Ich darf nicht zu viel Lärm machen, sonst wecke ich ihn. So. Er schläft wie ein Baby. Er bebt wie ein Schlaf, genau. Der Schrank. Er ist nicht abgeschlossen, aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer dagegen lehnt. Ich will ihn nicht wecken. Okay. Ich mache nicht so laut, aber ich stampfe trotzdem hier wie so ein Trampeltier durch die Gegend. Ist okay. Komm, ein Stück Ein Kohle. großer Kohlehaufen. Dieses Gebäude verbraucht sehr viel Wärme. Schwarze Kohlen, sonst nichts. Nicht pink. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Schwarze Kohlen ist das nichts. Aber da guckt er was. Na, zum Glück liegt das hier vorne und nicht hier hinten.
Also wenn ich Kohlen schippe, dann liegt das irgendwo da drunter. Egal. Körper einer Puppe? Hätten wir sie nicht mal gucken können? Eine verdreckte Stoffpuppe. Nein, eine verkohlte. Ein kräftiger Faden. Oh, ein kräftiger Faden. In dem Raum ist eine kräftige Hitze. Ach, hier ist alles kräftig für dich, Samuel, weil du so schwach bist wahrscheinlich. Genau. Eine Schaufel! Leute, eine Schaufel! Nimm sie mit! Du kannst Leitern mitnehmen, du kannst Säure mitnehmen. Wo du auch alles dieses hinsteckst, dann steck dir eine Schaufel ein. Eine Schaufel ist so wichtig. Am besten immer ein Messer, eine Schaufel, Schraubenzieher, Lupe, Glas irgendwie. Einfach so ein extremes Taschenmesser. Wahrscheinlich so 1 Meter Größe und dann kannst du alles machen. Gut. Hat er irgendwas? Das Amobarbital im Bier hat gewirkt. Achso, ich dachte, vielleicht sagt er noch was. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich drin bin. Okay, ich hätte nur gedacht, vielleicht hat er noch was in seinen Taschen. Deswegen dachte ich, er kann auch mal hier genauer betrachtet werden. Was ist denn mit dem Verteilerkasten? Was wird denn da so verteilt? Der Hauptverteilerkasten. Den fasse ich lieber nicht an. Du hast so oft schon Verteilerkästen angefasst, mein Guter. Einen Schlüssel wahrscheinlich und dann einen Code eingeben. Kennen wir nicht. Sollten wir nicht machen. Vielleicht wird dieses Piepen ihn aufwecken. So, was haben wir denn hier? Sprechanlage. Im Gebäude ist eine Sprechanlage installiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Moin moin. Hallo zusammen. It's me. Der Dienstplan von diesem rußgeschwärzten Rüpel. Im Moment hat er dienstfrei. Wie, er hat dienstfrei? Warum arbeitet er denn? Viele alte Zettel, Poster und Zeitungsausschnitte. Was? Was ist denn das für ein Gebäude? Fries Chocolate. Warum hängt man Fries Chocolate auf? Also was natürlich hier extrem ins Auge sticht, auch einfach von der Farbgebung und von der Positionierung, ist vom Gefühl das. Wir sehen hier bei vielen die Schrift auch geometrisch irgendwie angeordnet. Kästchen außerhalb oder entlang von einem Gegenstand. Hier zum Beispiel auch parallel halt zu diesem wahrscheinlich ein Kind, weiß nicht, was hier abgebildet ist, wahrscheinlich Kind, wenn es zu viel Schokolade ist oder auch im Alter ist das noch gerne. Aber hier die Schrift, wenn ihr mal guckt, das ist hier auch schön eigentlich angeordnet. Nicht ganz parallel dazu, aber ich denke mal, das wird so sein. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist schon Art Deco, aber na, man soll mich nicht schlagen damit. Und das Ding ist sowas von, also erstens die Schriftart passt nicht dazu, weil wenn wir mal gucken, hier die Schrift. Guckt euch das mal an, wie es geschrieben ist. Schön, leicht geschwungene Bögen. Und das Ding ist einfach so ein Standardschriftsatz. Und hier ist eine Zahl, 1918. Ich sehe sonst keine Zahlen. Also so schnell nicht. Nichts, vor allem nicht so hochauflösend. Also ist diese... Oh, eine kleine Schlüssel. Welche Tür er wohl öffnet? Nimm einfach mit. Den stecke ich ein. Er wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Klar. Können wir noch ein paar von den Nadeln mitnehmen? Das sehe ich auch noch. Juhu, Voodoo-Puppe. Lass uns eine Voodoo-Puppe bauen. Okay, 1918. Merken wir uns mal. Geil wäre es gleich. Nadel mit Puppe. Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel. Okay. Dann haben wir hier noch einen Tisch. Eine alte Öllampe und eine leere Flasche billiger Whisky. Nichts Nützliches. Das sagt er jedes Mal und dann kommt er zurück und holt sich's doch. Ach, wann lernen die endlich mal alles einfach mitzunehmen? Okay, ich würde sagen, wir speichern, bevor wir jetzt hier irgendwas Schlimmes tun. Ich weiß, ich bin ein bisschen ängstlich, aber ich will ja auch nicht das nachspielen, während ich das hier aufnehme. Beziehungsweise möchte ich es ungern nochmal nachschneiden. Muss ich zugeben. So, also wir nehmen den Schlüssel, stecken den hier rein. Richtig? Richtig. Dann war es 1918. 1, 9... 1, 8, go. Das ist es. Das war laut. Das war so laut.
Das war knapp. Beinahe hätte er mich gesehen. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Halle locken. Es gibt keinen anderen Weg zu James' Zelle. Na, zum Glück gibt's hier eine Sprachsteuerung. Eine Sprechanlage. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Wird dort angezeigt, an welcher Stelle da gerade was reingesprochen wurde? Oder wird nur einfach gesagt, hallo, hier ist der und der. Bitte kommen Sie zum Eingang, um was abzuholen. Könnte man versuchen, jetzt rauszukriegen, wer sitzt dort und den dann dorthin zu ordern. Okay, wir kriegen also nicht sofort weg. Wir haben jetzt nicht den Verteilerkasten, den wir nehmen können. Die Sprech kriegen wir nicht. Können wir dorthin gehen oder sagt er dann automatisch, gehen wir dort nicht mehr hin? Da stehen wir ja um die Ecke. Ich muss zuerst den Arzt loswerden. Okay. Dann versuchen wir das auf der anderen Seite. Ich vermute einfach mal. Wir gehen. Moin, moin. Schlaf weiter. Wir gehen nochmal rein. Versuchen mal mit der zu reden. Vielleicht können wir irgendwas über den Arzt rauskriegen. Oder irgendwie. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Moin. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Können Sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben? Eigentlich nicht. Er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden. Da Sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind, kann ich eine Ausnahme machen, denke ich. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Einen Moment. Hier haben Sie ihn. Danke. Ich bringe ihn wieder, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das ist nicht nötig. Die Woche ist fast schon um. Ich muss sowieso einen neuen schreiben. Das war alles. Danke. Es ist eigentlich egal, ob es ein Verwandter ist. Ich meine, das wäre so thematisch, du besitzt eine Firma und deine ungeliebte Schwiegermutter, dein ungeliebter Sohn, was auch immer, du hast dann kein gutes Verhältnis zu einem Verwandten. Und dieser Verwandte kommt einfach in die Firma und fragt nach Dingen, vielleicht die dich auch belasten können in irgendeiner Art und Weise dann. Ich weiß nicht, wie sie ausgelegt werden, beziehungsweise die Person, die es hier ausgibt, weiß es ja nicht. Wie kann sie einfach so vertrauliche Materialien rausgeben? Klar, sie kann danach sagen, ich hab's ja gegeben, weil sie kennen ihn doch, aber nein. Das ist wie mit Kind abholen. Du kannst nicht einfach ein Kind als Erzieherin abholen, nur weil du ein Verwandter bist. Das muss ja auch festgehalten werden. Wer ist denn ein vertrauensvoller Verwandter? Es gibt ja nicht nur die hellen Schafe, sondern auch dunkle. Oder schwarze. Ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury-Sanatorium. Na dann. Ein kompletter Dienst. Nutzen wir jetzt einfach den Dienstplan mit der Sprechanlage? Weil, wenn wir den Dienstplan unten austauschen, bringt es uns ja wenig, weil wer sieht das jetzt? Der Schlafende? Im Traum sieht das vielleicht. Ein Traumplan. So. Na moin. Hinten ist sonst nichts, oder? Ich übersehe ja hier gerne in dem Spiel kleine Dinge, wie wir schon festgestellt haben. Wir gucken mal. Ich kann ihn ja nicht anschauen, scheinbar, was ein bisschen seltsam ist. Ja, es ist. Aber jetzt mal ehrlich, was können wir denn damit jetzt machen? Achso, damit wissen wir den Namen. Ach, das war jetzt einfach nur den Namen rauszukriegen. Okay. Dann wissen wir und können sagen, Arztnummer so und so. Aber er weiß, an welcher Station da jemand ist. Ich meine, das Ding ist groß. Hätte vielleicht mal genauer schauen sollen, aber egal. Hauptsache. Dr. Smith, kommen Sie bitte in die Halle. Okay, ist eine allgemeine Ansage. Was kann man denn diese Zeit von mir wollen? Verdammt. Ich muss wohl hingehen. Guckt euch mal die Türen an. So, wir sind drin. Papierkorb. Aspermülleimer. Leer. Dann eben nicht. Hier können wir zur Eingangshalle gehen. Wollen wir natürlich nicht, aber trotzdem klicken wir mal drauf. Dort geht es zur Eingangshalle. Da kann ich nicht lang. Man würde mich entdecken. Hat denn wirklich nur ein Pfleger hier nachts Dienst? Alle Zellen sind abgeschlossen. Das ist nicht die von James. Na, warum sind wir abgeschlossen? Weil die vielleicht nicht Herr ihrer Sinne sind. Aber guckt euch das mal an. Also ich meine, okay, aber das sieht schon schäbig aus und
Das sieht aus wie Gefängniszellen, Entschuldigung. Das wirkt sowieso hier relativ bedrückend, finde ich. Sollte nicht ein Sanatorium. So ein Bedrückter verstärkt auch teilweise auch diese. Ach, ich weiß nicht. Aber ich kenne mich doch mit Geistkrankheiten nicht aus. Vielleicht. Wie. Entschuldigt. Ob das heller gestaltet werden soll oder ja doch mit einer gewissen Farbgebung. Aber grau ist doch. Ich weiß nicht, das macht. Finde ich mich depressiver, wenn ich so bin. Man kennt es ja. Wer ist da? Wer ist da? Man kennt es ja, wenn man grau in Pausen arbeitet. Bevor er mich verrät. Na, positiv und negativ jetzt wieder. Ich heiße Samuel. Ich heiße Ralph. Wir können nicht zu lange reden, okay, Ralph? Ich kenne auch einen Samuel, aber nicht sehr gut. Warum können wir nicht reden, Samuel? Tja, wir können, aber wir müssen leise sprechen. Oder noch besser flüstern. In Ordnung, leise sprechen, Samuel. Ich muss etwas wissen. Willst du mir helfen? Ich? Die Schwester sagt, ich bin brav. Aber jetzt bin ich ganz traurig. Warum bist du traurig? Ich werde dir helfen, wenn ich nicht traurig bin, okay? Und warum bist du traurig? Naja. Fehlt was. Wegen Mr. Bubby. Wir müssen jemanden reparieren. Wer ist Mr. Bubby? Hat er dir etwas angetan? Nein. Mr. Bubby ist ganz lieb. Er ist mein Freund. Wir müssen eine Puppe reparieren. Aber jetzt ist er weg. Und ich weiß nicht wo. Vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert. Und wie sieht er aus, dieser Mr. Bubby? Vielleicht kann ich ihn wieder einfangen. Er ist kein Tier. Als hätte er ein Hundtier im Sanatorium. Er ist schlau und er redet mit mir. Und wie sieht er aus? Er ist nicht groß wie wir. Er ist klein. Aber er sieht sehr gut aus. Oh. Oh. Okay. Wenn ich ihn für dich finde, hilfst du mir? Ja, ja. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Du suchst nach ihm. Ja, Samuel? Keine Sorge, ich finde ihn. Wahrscheinlich ist es ein Spielzeug. Wo könnte er ihn verloren haben? Also erstens, wie ist er zu den Kohlen gekommen? Zweitens schon ein bisschen traurig. Tabletts und schmutzige Becher. Nichts, was mich interessieren würde. Naja, es ist halt der Umgang mit na, ist egal. Ich, nur Müll. Soll man vorsichtig machen und Moment, da ist etwas. Nur Müll, dieser Typ. Da ist nichts mich. Ja, bück dich tief. Hm. Gehen die Knie vielleicht mal, mein Junge. Ein Puppenkopf. Ihr wollt gerade nicht mein Gesicht sehen. Der Kopf einer kleinen Puppe. Fehlen da eigentlich noch Gliedmaßen? Müssen wir die auch noch finden? Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil. Er hätte sagen müssen, er hat eine Puppe heil gemacht. Schade. Was machen wir damit? Ist das irgendwie wichtig für den Springbrunnen? Er führt kein Wasser. Wenn wir das ausschalten, was führt er dann? Das hängt nur an einem Haken. Wie, was hängt nur an einem Haken? Der Schalter? Es führt vom Schalter zur... Also das Kabel hängt, ach so. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Der Zaun ist sehr stark. Okay, wir haben ihn gefunden. Wir reden erstmal normal mit ihm. Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören. Aber ich bin immer noch ganz traurig. Armer Mr. Bubby. Es hat keinen Sinn. Er will nicht mit. Ja, man muss vorsichtig damit umgehen. Ich will nur einen Stand warnen.
Die Frage ist auch, warum er eingesperrt ist. Wenn er keine Gefahr für Menschen ist, dann... Naja, egal. Es ist traurig, sowas. Ralph, Mr. Bubby geht's wieder gut. Hier hast du ihn. Oh, das ist schön. Ich bin so froh, dass er wieder bei mir ist. Jetzt fragen wir nach der Zelle, stimmt's? Bubby sagt, er ist auch glücklich. Das ist schön. Danke, Samuel. Du bist ganz lieb zu uns. Ich muss jetzt mit Mr. Bubby reden. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Moment, Ralph. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich Mr. Bubby für dich finde. Aber jetzt will ich mit Mr. Bubby allein sein. Nein, wir machen nichts Böses. Ralph, Mr. Bubby ist traurig, dass du mir nicht helfen willst. Frag ihn. Das ist gemein, diese Psychologie da umzuwerfen. Ja? Mr. Bubby sagt, dass wir dir auch helfen. Ich und Mr. Bubby. Ralph, kennst du jemanden namens James? James ist auch mein Freund. Er und Mr. Bubby. Leute, das scheiße. Ich muss wissen, in welchem Zimmer er wohnt. Er wohnt nebenan. Gleich die nächste Tür. Aber James ist jetzt nicht da. Ich weiß. Hast du gesehen, wo man den Schlüssel zu seiner Tür aufbewahrt? Ist er irgendwo in der Nähe? Vielleicht in einem Schrank? Nein, ist er nicht. Dr. Smith bewacht uns und er hat alle Schlüssel. Weißt du das mit Sicherheit? Ja, wenn wir in den Flur wollen, öffnet er die Tür für uns alle. Aber ich glaube nicht, dass er dir den Schlüssel leiht. Er ist sehr streng. Oh, macht nichts. Mist, Smith kommt zurück. Wir sollten uns nicht länger unterhalten. Vielleicht später. Das hat zu stark gehalten. Vielleicht die ganzen Leute später. Müssen wach werden. Okay, Samuel. Also hat der Arzt die Schlüssel. Wie komme ich da ran? Also, wo ist er jetzt genau? James Tell kommt nicht rein, richtig? Weil der Schlüssel fehlt. Doch, kurz die Zelle ist abge... Ich teste muss ich offensichtlich in Sachen, weil manchmal kommt er dadurch noch zu irgendeinem Clou. Warum können wir das Kabel anschauen? Das wird irgendein Rätsel sein. Ja, das, genau das hätte ich jetzt auch gemacht. Ich habe eine Idee. Du hast einen Elektrozaun. Ich muss nur den Schalter betätigen. Niemand wird es merken. Ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Wir können, warte mal, ich muss speichern. Sorry. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier wieder mal was typisch Blödes tun. Wir gucken erstmal, ob wir vor können. Ich kann nicht zurück. Okay. Na gut, man hätte jetzt... Der Zaun ist sehr stark. So. Moment, kurz. Wir haben das Kabel von dort. Da angelegt. Wenn jetzt das Licht angemacht wird... Wird also hier drüben jetzt Strom drauf gejagt? Wird das jetzt einen kurzen geben? Wird das glühen? Ich weiß nicht genau, was jetzt die Intention dahinter ist. Es kann in solchen Spielen alles möglich sein. Ich kann den Schalter auch nicht betätigen, das ist gerade das Problem. Ich muss aufmerksam sein. Wie mache ich denn das jetzt? Weil ich habe doch jetzt überhaupt keinen. Der Schalter ist ja nicht mehr. Kann ich eine Münze vorwerfen hier? Ich kann euch auch anbrennen. Ihr werdet alle brennen. Nein, natürlich nicht. Wir haben Säure. Stimmt, wir haben ja seine Säure, also wir können ja alles mit Säure machen. Und jeden damit zu nahe kommen, der uns nicht reinlässt. Wir haben auch immer noch unser geniales kleines Messer. Ein Universalgegenstand, der nicht so schnell abhaut. Können wir jetzt vorgehen? Ich kann nicht zurück.
Der Arzt könnte kommen. Die andere Richtung dürfen wir nicht hin. Das ist also gleich eine Mauer oder etwas ähnliches. Also eigentlich Schalter. Schalter. Was sagt ihr noch dazu? Der Zaun ist sehr stark. Also nein, ich hätte nicht sofort das Kabel abgerissen. Ich wusste nicht mal, was er genau vorhat damit. Zum Glück weiß er das. Ist einfach der Boden fließend locker. So ein typisches Sachen bei solchen geometrischen Mustern. Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eine gesprungene Platte oder eine Farbfehler einfach mal nutzen, um nachzuschauen, ob man es vielleicht nutzt, also anklicken kann. Also Springkunst ist egal, Lampe ist egal. Es wurde nur gemacht, dass das Kabel da angeschlossen ist. Richtig. Richtig. Aber was machen wir jetzt dort? Bei den Schalter kann ich nicht betätigen. Hier kann ich nichts tun. Ich kann nicht vorgehen. Ich kann nicht mit Ralph reden. Ralphie. Und hier komme ich erst recht nicht rein. Sacre bleu. Komm, wir locken ihn an mit einer Bullkugel. Mir ist als... Spiel Musik, dann kommen die hinter zu dir. Was muss ich denn jetzt tun hier? Rechtsklick? Nee. Ich komme jetzt nicht weiter. Achso, warum ist denn eigentlich Leertaste nicht mehr? War nicht mal Leertaste irgendwann hier? Zeige alle Ausgänge. Die Zelle ist abgeschlossen. Moment, soll ich jetzt etwa irgendwie... Wie wollen die jetzt Strom hier drauf jagen? Ich verstehe das nicht. Weil ich jage im Zweifelsfall Strom da drauf, weil ich am Schalter sitze, aber ich kann den Schalter nicht mehr betätigen. Ach, oder laufen die dann hinter, machen erstmal hier das Licht an und in dem Moment, wo die das Licht anmachen, ploppt das hier so hell auf und der ist abgelenkt. Und da kann ich ihn überwältigen, Schlüssel klauen. Okay, also wir müssen hier hinten Rabatz machen. Ist das vielleicht der Plan jetzt so von Samuel? So ein bisschen ausformuliert. Wir müssen Rabatz machen. Können wir hier irgendwas reinwerfen? Können wir etwas anzünden? Entschuldigung, ich bin irgendwie gerade bei Anzünden. Das finde ich gerade lustig. Weil wir sollen aktiv sein, nicht machen, aber dadurch erwecken wir erst so Aufmerksamkeit. Er soll selber, denke ich mal, das machen, weil hinterher sagt hier erstmal Licht an. Ich kann nicht zurück. Der Arzt. Ist das ein Fehler vom Spiel oder bin ich auch zu doof, das gerade das Rätsel zu lösen? Ich weiß, im Zweifelsfall immer das zweite, aber. Ich habe hier doch nur den Zaun. Da gibt es hier irgendwas, was. Wie immer hier so. Guckt mal hier. Außen lang. Na. Da. Hier bin ich den Zaun. Hier ist Zaun. Alles, was mit Fenster ist. Nee, nicht alles. Hier oben ist es egal. Hier, Zaun. Zaun. So, also hier ist überall Zaun. Da ist auch kein anderes Wort. Ich wiederhole es nur nicht, dass ich wieder dann irgendwas entdecke. Und hier oben die Lampe, die Halterung, das Stromkabel. Stromkabel können wir jetzt aber nicht mehr nehmen. Das ist schon angeschlossen. Schalter können wir nicht betätigen, die Bank ist nicht, der Springbrunnen ist nicht. Die Säule ist irrelevant. Ich habe kein Walkie-Talkie, ich kann... Ja genau, ich werfe die Sachen, die ich ewig gesucht habe, hier durch die Gegend. Helles Köpfchen, der Landetor. Ich lasse das Ding losspielen, schon gesagt. Ich lasse das Ding losspielen.
Ich muss mich verstecken. Hey, was ist da drüben los? Nein. Es ist nicht, dass etwas heller leuchtet oder sowas, sondern der Fittenschlag. Sam, bist du bescheuert? Er ist hingefallen. Hast du das gesehen, Mr. Bubby? Hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Genau. Der gute Herr hat gerade gegen ein Gitter gegriffen, wo das Kabel, ohne irgendwo dazwischen was, dran lag, direkt vom Strom. Er hat einen Schlag gekriegt, ist umgefallen, vielleicht noch im Hinterkopf oder sowas. Du sagst danach, na, hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Und Nummer zwei, wenn du diese Schatulle holst, solltest du nicht erstmal wieder den Strom ausschalten? Also wenn ich so eine Falle baue, dann schalte ich danach erstmal kurz wieder den Schalter um. Und hol dann die Schatulle. Vielleicht wüsste gar nicht, wie er den hier überhaupt hintergekriegt hat, weil der hätte was aufbiegen müssen. Weil normal hätte sie irgendeine Stelle aufbiegen müssen und dann wird dort irgendwie zubiegen, dass es nicht auffällt. Okay, also die Schatulle hat was gebracht. Und wir sind ein großer Arsch. Also, was ich glaube, er wird wieder. Ja, genau. Das bisschen Schmorfleisch und sowas, es wird schon wieder mit ein bisschen Spucke, Geduld. Pflaster und ein bisschen. Ja. Die Schlüssel zu allen Zellen. Oho. Ich glaube, er wird. Ich glaube, er wird wieder. Es tut mir leid, aber es ist. Ich finde das krass. So, ich würde sagen, mit diesem spannenden Ende. Oder mit diesem. Ja, doch, mit dem spannenden Ende würde ich erstmal aufhören und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.